bringe diese Stimmgabel zum Schwingen. Die Luft schwingt mit und überträgt den Ton auf das Mikrofon. Der Tisch schwingt mit der Stimmgabel mit durch den direkten Kontakt und verstärkt den Ton. Wir Menschen haben eine ganz natürliche Gabe. Wir können mitschwingen. Wenn du Kontakt zu einem unfreundlichen Menschen hast, dann fühlst du dich automatisch unwohl. Kritisiert dich dieser Mensch sogar noch, dann fühlst du auf ganz natürliche Art und Weise Stress. Nicht weil du Angst hast, sondern weil du mit dem inneren Ungleichgewicht des anderen mitschwingst. Sein Stress ist dein Stress. Ich habe dieses Phänomen resonierende Empfindungen genannt. Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle miteinander mitschwingen, dann müssen wir unser Menschenbild komplett neu gestalten. Wir sind alle mitschwingende und mitfühlende Menschen. Nur so können wir unsere Gefühlswelt endlich stimmig und vollständig erklären. Stell dir mal mehrere Menschen in einem Raum vor, die zusammensitzen und sich gemeinsam unterhalten. Und jetzt beginnt ein einzelner Mensch aus dieser Gruppe ganz laut zu lachen. Über irgendetwas muss er ganz herzlich lachen. Er lacht und lacht. Und wenn du jetzt in die Gesichter der Menschen schaust, die mit ihm im Raum sind, wirst du entdecken, dass die allermeisten ebenso lächeln und manche lachen vielleicht sogar mit, obwohl sie nicht einmal wissen, worüber derjenige lacht. Lachen ist ansteckend. Mit dem neuen Menschenbild können wir nun sagen, einer lacht und die anderen schwingen mit diesem Lachen mit und müssen genauso lachen oder zumindest lächeln. Stell dir nun vor, dass in dieser Gruppe ein Mensch ist, der sich über dieses Lachen ärgert. Er empfindet das Lachen als unangemessen, weil das hier gerade eine Trauerfeier ist. Er steht auf und sagt wütend, dass es doch unerhört sei, wie man bei so einem Anlass laut lachen könne. Das sei eine Frechheit. Dieser Mensch schimpft und macht Vorwürfe ohne Ende. Wenn du jetzt in die Gesichter der anderen Menschen guckst, wirst du sehen, dass den allermeisten das Lachen vergangen ist. Keiner lächelt mehr. Alle fühlen Stress. Auch hier kann man sagen, dass sie mit diesem vorwurfsvollen Menschen mitschwingen und sich in einem Stressgefühl befinden. Ihre resonierende Empfindung ist Stress. Gehörst du auch zu den Menschen, die daran glauben, dass es irgendwie anders gehen müsste? Also, soweit ich weiß, gibt es sehr viele Menschen, die daran glauben, dass Folgendes möglich sein müsste. Da ist also ein Mensch, der sehr vorwurfsvoll ist, hier mit sehr viel Schmerz wertet, ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen hat. Zum Beispiel hier jetzt in dem Fall wäre das Ziel, dass zu einer Trauerfeier kein Lachen gehört und dass sogar Lachen unangemessen wäre bei einer Trauerfeier. Das ist also die Vision von diesem Menschen. Zu einer Trauerfeier gehört kein Lachen. Dementsprechend bewertet er sehr stark das Umfeld, das lacht. Er sagt, das gehört nicht dazu. Und jetzt gibt es Menschen, die glauben, dass im Kontakt mit so einem Menschen man sich doch ausgeglichen fühlen sollte. Also wenn man jetzt ausgeschlossen kritisiert wird, dass man damit umgehen kann oder wenn man auch hier dem Ziel zur Verfügung steht, dass man entspannt fühlt, dass man ausgeglichen fühlt, dass man sozusagen drüberstehen kann.
und sich nicht verletzt fühlt. Ich habe früher mal so gedacht. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass ich irgendwann einmal da drüber stehen kann, wenn mich ein anderer Mensch beschimpft oder mir Vorwürfe macht. Ich habe daran geglaubt, dass mir das schmerzhafte Verhalten eines anderen Menschen nichts mehr ausmacht. Aber letztendlich bin ich doch bei der Sichtweise angekommen, dass wir alle miteinander mitschwingen. Und das sieht dann so aus. Das ist die Person, die kritisiert. Und das sind die Menschen, die entweder zu dem Ziel dazugehören und vielleicht hier auf eine schmerzvolle Art und Weise angespornt werden. Das sind diejenigen, die kritisiert werden. Hier wird gesagt, hier, mach doch mal das und das, mach das mal so und so, damit es zu meinem Ziel passt, also mit einer gewissen Strenge, mit einem gewissen Schmerz. Und diejenigen, die Fehler gemacht haben, die werden kritisiert und werden ausgeschlossen. Und derjenige macht das mit einem strengen Tonfall, vielleicht sogar mit Vorwürfen, mit viel Druck. Und was wirklich Natur ist, weil wir eben miteinander mitschwingen, ist, dass wir uns hier, wenn wir zur Verfügung stehen, auch nicht wohlfühlen und hier, wenn wir ausgeschlossen sind, ebenfalls einen Schmerz und Stress fühlen. Das ist das normale, natürliche Phänomen des Mitschwingens mit dem Stress desjenigen, der bewertet, der Vorwürfe macht, der diesen Stress ausstrahlt und lebt. Genau davon lebt ja auch die Filmwelt. Wenn wir in einem Film nicht intensiv mitleben würden, wie die Spannungen sind im Film, wie die Missverständnisse sind, dass wir unter den Missverständnissen mitleiden und unter den schweren Schicksalsschlägen. Und wenn wir auch nicht am Schluss das schöne Happy End fühlen würden, sondern wir würden eben nicht mitfühlen, nicht mitschwingen, dann wäre es langweilig, einen Film anzugucken, weil unsere Gefühle wären immer gleich. Wir gucken da die Handlung an, da passiert Verschiedenes, aber wir fühlen nicht mit. Dann wäre es komplett langweilig, einen Film zu gucken. Aber so ist es eben nicht. Wir schwingen intensiv mit der Handlung des Films mit. Und deswegen macht es auch so Spaß, einen Film anzugucken. Er beeinflusst unsere Gefühle. Wir schwingen mit. Wenn du dich also in deinem Leben unsicher oder ängstlich fühlst, wenn du dich gestresst oder ärgerlich fühlst, wenn du dich ratlos fühlst, dann ist das vollkommen normal. Du brauchst kein Seminar für Selbstsicherheit. Du brauchst keine Therapie. Das Einzige, was du brauchen könntest, wäre ein Rollenwechsel. Warum ein Rollenwechsel? Ich deute das mal kurz an. Hier bist du noch mitschwingend in der Resonanz zu diesem vorwurfsvollen Menschen und hier schwingst du auch mit und fühlst Schmerz. Wenn du aber aus diesen Rollen herausgehst und hier eine klare Grenze setzt und in diese Rolle hineingehst, und deinen eigenen Zielen folgst, wird sich definitiv was in deinen Gefühlen verändern. Über diesen Rollenwechsel werde ich ausführlicher im nächsten Video erzählen.